Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Let's Talk. Nach langem ist es mal wieder soweit, sich vor den Computer zu knechten und einfach mal ein bisschen in das Mikrofon reinzulabern bei einem Standbild. Das dieses Mal von Garry's Mod übrigens ist, aber das interessiert ja eh keine Sau. So, als allererstes habe ich mir überlegt, wie ziehe ich denn ein Let's Talk über Mädchen auf, ne? Das habe ich ja damals schon gemacht. Oh, das ist mittlerweile auch schon über ein Jahr her, Alter. Und ich habe mir das Video selber nochmal gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals habe ich wirklich also damals habe ich dermaßen viel Scheiße gelabert, ne, in dem Video. Irgendwie sowas von wegen, dass ich blonde Haare total scheiße finde, was eigentlich überhaupt gar nicht stimmt. Aber ich wollte halt ein bisschen Spaß machen. Und es ist eigentlich ein Video, was aus reinem Sarkasmus besteht. Und ich dachte, die meisten Leute können sich auch darauf einlassen, dass ein Let's Talk mal größtenteils aus Sarkasmus besteht. Aber es gab genug Leute, die das einfach nicht gecheckt haben, die einfach nur, weiß ich nicht. Und gerade wegen diesen Leuten mache ich jetzt einfach mal ein neues Let's Talk über Mädchen, also einen zweiten Teil, eine Revidierung und auch nochmal völlig neue Anhaltspunkte. Ich erzähle noch ein bisschen was aus meinem Leben. Ich habe mir erstmal gedacht, wie ich das Ganze aufziehe. Wie gesagt, diese Revidierung am Anfang jetzt erstmal dazu noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar habe ich damals gesagt, dass ich blonde Haare absolut zum Kotzen finde, was heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Denn ich wurde von zwei sehr, sehr hübschen Gestalten, vom Gegenteil überzeugt. Und dadurch hat sich meine Meinung jetzt auch geändert. So, und ich wollte jetzt nochmal zur Revidierung kommen. Was habe ich denn damals alles für eine Scheiße erzählt? Also, ich habe mir mal die schönsten Punkte aufgeschrieben. Wie gesagt, blonde Haare hat dich gehatet. Sinnloserweise, ich weiß auch nicht, was mein Problem war. Das war einfach wahrscheinlich wegen meiner besten Freundin damals. Lange Geschichte, das erzähle ich euch ein anderes Mal. Und dann habe ich auf. Dann habe ich auf. Alter, das ist zu bescheuert. Ich kann es einfach nicht sagen. Dann habe ich auf grauen, pinken und grünen Haaren rumgehabt. Ach ja, ist doch geil. Ja, auf jeden Alter. Ja, ist geil. Ohne Scheiß, Leute. Ich gehe hier mal richtig ab. Sekündchen, ich bin gleich. So, jetzt habe ich mich mittlerweile auch wieder eingekriegt, meine Fresse. Ja, nochmal zu der Sache, dass ich damals so viel Scheiße gelabert hatte. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich es irgendwie an der Nationalität festmachen würde und dass es irgendwie nur 2, 3 Punkte von 100 geben würde. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist einfach nur Mist, ohne Witz. Wenn ich mir das heute anhöre, dann denke ich einfach immer nur, dass mich da irgendwie an dem Tag ein Pferd gefickt hat oder so. Oder dass ich einfach so viel Scheiße gelabert habe, dass ich schon einen braunen Rand um den Mund habe. Aber ist ja auch völlig egal. Ich habe einfach überlegt, ziehst du das Ganze jetzt mal neu auf? So, mit einem kleinen bisschen Ironie natürlich und Sarkasmus, so wie das letzte Let's Talk, mein Mädchen. Und ja, so ist es dann halt jetzt auch zu diesem Stand gekommen. Und der Gesamtplan sieht eigentlich folgendermaßen aus. Wie gesagt, erster Punkt, die Revidierung, mittlerweile abgeschlossen. Entschuldigung nochmal für alle, die keinen Sarkasmus verstehen und das letzte Video gesehen haben. Ist übrigens nochmal in der Videobeschreibung, ne, falls ihr euch das nochmal angucken wollt. Ja, dann wollte ich erstmal eine Geschichte erzählen. Also bevor ich jetzt eher auf die detaillierteren Punkte eingehe, wollte ich euch erstmal eine Geschichte, ein kleines Geschichtchen, wisst ihr? Wollte ich euch mal erzählen aus der Schule. Das war ja so geil, ne? Da war damals ja so ein Mädchen, ja, keine Ahnung, in meiner Klasse, ne? Keine Ahnung, wie man das nennt, ne? Klasse, Stufe, deine Mutter. Auf jeden Fall, sie voll komisch drauf, ne? Wir uns überhaupt nicht verstanden. Und nach der 6. Klasse war die dann weg, ne? Und dann kommt sie irgendwann später wieder, ne? Also einfach nur so zu Besuch in der 8. Klasse, von der Realschule. Und das Geilste, das war, die Alte, die setzt sich dann direkt neben mich hin. Und ich denke mir erstmal so, okay, ne? Und die Alte dann so, hi Angelio. Und ich dann so, hi, wie? Das darf ich jetzt leider nicht sagen, wie die Alte heißt. Das wisst ihr ja wahrscheinlich selber, wenn ihr gerade aus meiner Schule oder Stufe seid oder wenn ihr auch eine Mutter habt, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Alte fängt eiskalt erstmal an, so richtig an mir rumzufummeln, Alter. Voll die Biatch. Jetzt mal ohne Witz. Ich hab der Alten gesagt, die soll das einfach mal lassen, ne? Weil ohne Scheiß,
Ich wollte eigentlich noch meinen Stolz behalten und wenn dann da die ganze Zeit irgendeine komische, verunstaltete Person, sagen wir mal in Anführungsstrichen, verunstaltet vom Seelischen her, nicht vom Aussehen unbedingt, aber vom Seelischen her, wenn sie dann ankommt und es für nötig hält, an mir rumzufuchteln und das die ganze Stunde über, das Schlimmste, beziehungsweise nicht Schlimmste war ja, dass das nicht mal einer gesehen hat. Und aus diesem Grund war es gerade so wahnsinnig, wow. Ja, das klang jetzt echt schwul, aber ist ja auch egal. Also ich werde jetzt erstmal ein bisschen noch über Beziehungen reden, bevor es weiter mit irgendwelchen Schlampen geht, weil ohne Scheiß, die braucht eh kein Mensch und über die will auch keiner was wissen, weil jeder, glaube ich, Schlampen kennt. Und es muss einfach nicht sein. So, und jetzt werde ich meine Stimme wieder etwas ändern, denn die arrogante Art mag ich nicht so, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was Beziehungen angeht, ist es bei mir, ja, ist wirklich eine kritische Sache. Es kam einmal vor und einmal war es auch nochmal fast so weit, dass eine Beziehung wirklich zustande gekommen ist. Also zum ersten, die wirkliche Beziehung, das war, das war vor 5 Jahren, da war ich noch 12 und das war einfach so eine Sache, man hat sich einfach gesehen. Ne, dachte dann so, also aus meiner Perspektive her war das jedenfalls so, dachte ich halt so, Mann, Alter, ist die hübsch, ist die was Besonderes, Alter, und so, bla bla bla, wisst ihr ja, ich habe sie halt gesehen und dachte direkt, wow, was für ein tolles Mädchen. Und dann habe ich sie halt angesprochen und sie hat dann mit mir ein bisschen geredet und irgendwie kam es dann dazu, dass wir uns auch verabredet haben, getroffen haben und das Ganze ist dann auch halt so zu einer wirklichen Liebessache geworden. Und das fand ich auch richtig, richtig schön. Das Problem bei der Sache war dann nur letzten Endes, dass es wegen mir gescheitert ist. Und zwar aus dem simplen Grund, dass ich mich einfach nur nicht zu dem Zeitpunkt bereit halt für so eine Beziehungssache gefühlt habe. Ich war 12 Jahre und als Junge, ich weiß nicht, ob man das dann schon so durchziehen kann, aber ich war einfach zu jung. Das habe ich selber halt auch so gesehen und deswegen hat die ganze Sache dann halt letzten Endes nicht mehr funktioniert und hat auch nur 3 Wochen gehalten. Aber diese 3 Wochen, ne, das waren wirklich die 3 schönsten Wochen meines Lebens. Naja, dem sei aber auch mal jetzt beigelegt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall zu der Sache, wo es dann fast mal dazu gekommen ist, zu einer Beziehung zusätzlich nochmal, da war ich schon 16. Und das Ganze, das fing dann halt über Facebook an, leider über Facebook, weil Facebook ja so eine Sache ist, man weiß nie wirklich, wer dahinter sitzt, aber naja. Die Sache ist auf jeden Fall die, man hat sich dann halt so ein bisschen immer verabredet, auch auf Facebook, dass man halt mal so abends schreibt und so und ja, ich hing da wirklich richtig lange auch vor dem Kasten, hab auf Facebook mit ihr geschrieben und ja, das war schon was Besonderes an sich, also allein das Schreiben, das war richtig korrekt. Und sie hat halt auch irgendwann angefangen so zu schreiben, ja, ich hab dich lieb. Und dann habe ich auch so zurückgeschrieben, ich hab dich lieb, weil es ja auch eine süße Motte war. Aber ist ja auch mal dahingestellt. Auf jeden Fall schreibe ich dann so mit ihr. Und ja, sie sagt mir dann irgendwann so, weißt du, ich glaube, ich hab mich irgendwie in dich verliebt. Dann meinte ich so erstmal, wie soll das denn funktionieren auf Facebook? Sie meinte dann so, ja, keine Ahnung, ich hab deine Bilder gesehen. Also auf den Bildern bin ich ja auch wirklich in echt so zu sehen, wie ich bin. Weißt du ja, und sie hat halt dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht über die Sache und wird sich ja mal gerne mit mir treffen, um sich dann zu entscheiden und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall haben wir uns dann mal getroffen, nach langer Zeit, und das Problem bei der Sache war einfach, dass sie mich dann nach dem Treffen, obwohl es richtig schön war, man sich einfach mal unterhalten hat und ja, dass das wirklich sehr schön war und mit einer Umarmung noch geendet hat, das Treffen. Dass das dann letzten Endes so gelaufen ist, dass ich ein paar Tage später von ihr so eine Nachricht gekriegt habe, ja, irgendwie, ich liebe dich nicht mehr und so, bla bla bla. So hart hat mich das jetzt nicht getroffen, wie eine andere Sache, über die ich jetzt nicht reden werde. Also es gab nochmal eine ähnliche Sache. Ich habe vorhin ja gesagt, es kam einmal zu so einer Art Beziehung und das andere Mal war es halt fast soweit. Aber über die anderen Sachen, die völlig schief gegangen sind, über die möchte ich hier überhaupt nicht reden, weil es einfach nur traurig ist. Es hat jetzt auch nichts mit Facebook zu tun, also ich bin jetzt nicht so ein Cyberspacko. Das ist einfach nur so, dass ganz viele Sachen echt schief gegangen sind und ich lieber nicht darüber erzählen möchte. Ich möchte lieber etwas Positiveres erzählen. Weißt du, weil es gibt einfach sehr oft auch Mädchen, die einen an der Waffel haben, sagen wir mal so. Aber ich möchte die Mädchen jetzt hier ja auch nicht so bloßstellen, weil es einfach nicht korrekt ist.
Ich meine, die haben selber einen Fehler gemacht. Ich glaube, die haben ihn gelernt. Die haben daraus gelernt, sagen wir mal so. Und ich habe auch aus meinen Fehlern gelernt mittlerweile. Und bin mittlerweile sehr, sehr zurückhaltend geworden, was vieles angeht. Und deswegen bin ich auch nicht mehr so offen wie damals, was das Thema Mädchen angeht. Ich kann zwar noch darüber reden, weil auf YouTube, das ist eh so eine Sache. Hier kann ich erzählen, was ich will, ohne Hemmung. Aber dennoch, wie gesagt, möchte ich einige Personen schützen und deswegen sag ich darüber einfach nichts. Es ist einfach so eine prinzipielle Sache, die müsst ihr einfach verstehen. Tut mir leid, dass ich euch nicht alles erzählen werde, aber ja, wie gesagt, es kommt ja noch einiges. Und zwar habe ich mal überlegt, dass man so wirklich über Liebe redet und über das, worauf es eigentlich ankommt, weißt du? Was ist eigentlich Liebe? Und ich habe sehr, sehr lange damit verbracht, wirklich nach einer Definition zu suchen, aber es ist unmöglich, eine Definition für Liebe zu finden, weil es einfach eine so vielseitige Sache ist. Aber ich bin auf jeden Fall schon in die richtige Richtung damit gekommen, weil ich mittlerweile auch schon gemerkt habe, was es wirklich bedeutet. Es ist einfach so, weißt du, also wenn du ein Junge bist, sagen wir es mal so, also aus meiner Sicht jetzt, nicht unbedingt aus der von vielen Jungs, aber ich weiß nicht, ob es bei allen so ist. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine Handvoll Mädchen in meinem Leben gab, ne? Egal wie schlecht ich gelaunt war, ich musste sie nur kurz alle anschauen und ich war direkt wieder glücklich. Ich habe direkt so ein richtiges Lächeln aufs Gesicht gezaubert gekriegt von irgendeiner fremden Kraft, die ich nicht beeinflussen konnte. Ich musste einfach nur rüberschauen und war wieder glücklich, egal wie down ich war. Und das fand ich richtig, richtig schön. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt auf unserer LK-Fahrt, also mit dem Englisch-LK, wir waren ja vor kurzem in Canterbury, da habe ich auch wieder sehr viel gelernt über das Thema, einfach richtig, richtig viel. Ich habe gelernt, was es wirklich bedeutet, was wichtig ist und vor allen Dingen, worauf es eigentlich ankommt in dieser Sache. Und es geht nicht nur um Aussehen, es geht auch nicht nur um charakterliche Eigenschaften, es geht um die Sache an sich. Du merkst einfach letzten Endes, wer für dich wirklich was ganz Besonderes ist, wer dir wirklich was bedeutet, obwohl du diese Person, sagen wir mal, nicht wirklich lange kennst, aber das Besondere an ihr ist zum Beispiel dann, dass du, wie gesagt, sie nicht gut kennst, aber bereits alles, was du von ihr kennst, gelernt hast zu lieben, weißt du? Und genau das ist einfach diese Sache, über die ich die ganze Zeit auch schon rede. Es ist einfach das gewisse Etwas, was sich einfach nicht erklären lässt. Jedenfalls nicht mit so wenig Worten wie hier. Und man muss einfach dran festhalten und dafür kämpfen. Und das Wichtigste ist, dass man wirklich eine Entscheidung trifft. Möchte ich mich jetzt auf die Sache begeben? Das heißt jetzt, dass man sich da wirklich drauf einlässt, dass man dann so hingeht, sagt, hey, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie empfinde ich wirklich was für dich, du bist was ganz Besonderes, weil es ja auch wahr ist. Und dann gibt es halt noch die Alternative, alles zu verschweigen, einfach nur ganz gänzlich nett zu ihr zu sein. Das ist nämlich auch eine eigentlich relativ passende Alternative, beide bringen ihre Vorteile. Wenn du nämlich diese Person, sagen wir mal, ansprichst, ihr sagst, was sie dir bedeutet, ne, und wie süß du sie einfach findest, ne, dann hast du auch die Möglichkeit leider, sie zu verlieren. Einfach dadurch, dass sie dann dir eine Absage gibt, zum Beispiel. Und davor haben auch viele Leute Angst und dazu zähle ich mich auch selber. Und dass du dann einfach dieses Gefühl verlierst, wenn du sie zum Beispiel dann immer anschaust und sie dann einfach dich direkt wieder zum Lächeln bringt und dich aus deiner scheiß Gefühlslage rausholt. Und wenn es halt klappt, dann hast du den Vorteil, dass du sie immer an deiner Seite hast, solange du für sie kämpfst und an der Sache festhältst. Jedoch ist die andere Seite aus meiner Sicht so hart, dass ich es bei einer bestimmten Person echt nicht riskieren möchte, weil diese Person mich einfach immer zum Lächeln bringt. Wie gesagt, ich brauche sie nur anschauen. Und ich möchte es einfach nicht verlieren. Dieses schöne Gefühl, dieses einzigartige Gefühl, weißt du? Und das ist mir einfach zu wichtig, als dass ich das jetzt irgendwie kaputt machen wollen würde. Und man sollte ja auch nicht immer so stürmisch auf so eine Sache losgehen. Man soll sich Zeit lassen. Vielleicht kommt es auch von selber. Wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht. Hoffnung gibt es immer. Wisst ihr noch, damals?
Ja, das ist lange her. Aber was mich eigentlich eher sogar bedrückt, ist, dass die ganze Sache heute nicht mehr so wichtig ist für viele Leute. An sich diese Sache Liebe, weißt du? Die meisten Leute wollen heute einfach nur eine Beziehung, um einfach, sagen wir mal, dazuzugehören. Ey, yo, ich hatte schon eine Freundin, ey, ich habe schon 30 Mal geböllert, Alter, yeah. Ja, schön, für dich ist es doch super. Aber lass mich doch damit in Ruhe. Ich möchte mein eigenes Leben leben und da kannst du mir überhaupt nicht reinreden. Das sage ich dann meistens zu solchen Leuten. Und das ist mir eigentlich auch völlig egal, was die Leute darüber denken. Die können mich echt mal am Arsch lecken, wenn sie ein Problem damit haben. Und ja, es ist einfach immer diese Ungewissheit, die du bei Liebe hast. Du weißt einfach nicht, was dein Gegenüber über dich denkt, bis du mit ihm sprichst. Und das ist das größte Problem überhaupt, dass man da einfach so verklemmt gegenüber einander ist teilweise. Das Besondere ist ja, es gibt wirklich seit neuestem, ich sag das jetzt mal ganz offen und ehrlich, es gibt seit neuestem ein Mädchen, bei dem ist es komplett anders. Und das hat mir auch wieder was ganz anderes gelernt über die Sache. Und zwar, dass man auch ganz, ganz offen und ehrlich zueinander sein kann, weil man hat immer diese gewisse Hemmung, wenn man mit einem Mädchen redet, dass man halt richtig, richtig süß findet, weißt du? Man hat immer diese gewisse Hemmung, dass man nicht einfach so mit ihr sprechen kann. Man hat dann immer so ein Ja und Hi, wie geht's dir? Und weißt du so, dass man so ein bisschen verklemmt ist. Und das Problem bei der Sache ist ja eigentlich dann eher, dass man, wie schon bereits gesagt, dass man da aneinander eher vorbeiläuft, als sich da ein bisschen zu umarmen, weißt du? Und bei diesem Mädchen ist es anders. Es ist wirklich anders. Ich kann mit ihr ganz normal reden und ich bin da auch überhaupt nicht, ich habe da wirklich kein Problem mit. Und ich muss auch sagen, es ist mittlerweile ein sehr großes Problem geworden in meiner Schule, dass ich einfach meine Persönlichkeit schon seit Jahren, meine richtige Persönlichkeit, die ich hier auch auslebe, auf YouTube vor allen Dingen, ihr seht mich hier, also ihr hört und seht mich hier genau so, wie ich auch als reelle Person bin. In der Schule ist es komplett anders. In der Schule verstelle ich mich, wo ich nur kann, bin ein komplett anderer Mensch, spiele den Leuten ein falsches Bild von mir vor. Und die Leute, die mich außerhalb der Schule kennen, müssten das von selber auch schon gemerkt haben. Nur bei dieser Person ist es wirklich was ganz Besonderes, weil ich kann einfach mit ihr reden und kann ich selbst sein. Und das gibt mir einfach richtig viel Kraft, einfach auch die Sache anzufangen, einfach mit ihr zu reden. Und man merkt einfach auch direkt, was diese Person einfach schon, ja, also ich merk's halt, wie viel mir diese Person bereits bedeutet, nach so kurzer Zeit jetzt. Ich habe sie ein bisschen besser kennengelernt, wie schon gesagt. Und ich werde euch auf jeden Fall auch nicht sagen, wer diese Person ist, allein um die Person zu schützen. Denn, wie gesagt, sie bedeutet mir sehr viel mittlerweile. Es ist nicht viel Zeit vergangen, aber in der kurzen Zeit habe ich schon übertrieben gelernt, was es eigentlich bedeutet. Vor allen Dingen, was es bedeutet, mit dieser Person einfach Zeit zu verbringen. Dass es eine ganz schöne Sache ist. Und dass man da einfach so, keine Ahnung, in Zweisamkeit so ein bisschen alles genießen kann. Und genau das ist auch meiner Meinung nach letzten Endes, um das ganze Thema jetzt nochmal zusammenzufassen und an dieser Stelle mit dieser Geschichte Schluss zu machen. Vor allen Dingen Schluss machen ist auch so ein Wort für die Sache. Nee, Spaß. Das alles zusammenzufassen, das, was ich gesagt habe, ist das, worauf es vor allem mir auch sehr stark ankommt. Es kommt einfach darauf an, dass du bei einer Person einfach dieses Gefühl hast. Dieses bestimmte Gefühl, das sich dann durchströmt, dass du diese Person einfach immer anschauen kannst, du bist happy, du redest mit der Person, du bist happy, du denkst an die Person, du bist happy, du kriegst sie nicht mehr aus dem Kopf, du träumst von ihr und alles. Und gerade das ist, worauf es ankommt. Um das jetzt nochmal ganz knapp zusammenzufassen. Und ich wollte jetzt auch nochmal ein bisschen über was anderes reden. Ich wollte mich da nicht zu sehr rein vertiefen, das passiert mir jetzt auch schon wieder. Und falls du dieses Video gerade siehst, du weißt, dass ich dich meine, wahrscheinlich. Hoffe ich jetzt nicht, dass du mir das übel nimmst. Also, ich habe ja auch nicht gesagt, wie du heißt. Und ja, ich hoffe einfach, dass du mich verstehst und dass du mir nicht sauer bist wegen der Sache. Ich wollte lediglich einfach irgendwo mal offen über meine Gefühle sprechen. Und ich hoffe, dass es wirklich jetzt kein Fehler war. Weil eigentlich sollte dieses Video ja letzten Endes
mehr oder weniger eine Entschuldigung sein für das letzte Let's Talk über Mädchen halt. Und ich dachte mir einfach, redest du mal ein bisschen über ernstere Sachen. Und dann bin ich schon wieder in meine eigene Gefühlslage, in meine eigene Gefühlswelt, bin ich wieder reingerutscht und habe euch davon jetzt auch schon wieder ausgiebig erzählt. Aber letzten Endes, was soll's? Ich hab's jetzt gesagt, warum soll ich das jetzt alles nochmal aufnehmen? Es ist eigentlich genau das, was ich wollte. Ich wollte ein ehrliches Video zustande bringen. Und das habe ich auch glücklicherweise geschafft letzten Endes. Auch wenn es zu ehrlich ist schon fast. Aber ich bin sehr oft in Gedanken und denke auch an die Zeiten zurück, als ich noch durch diese ganzen Sachen, durch diese Beziehungssache, durch dieses Verliebtsein, als ich da noch schlaflose Nächte hatte. Nicht, weil es irgendwie mir auf der Seele gelastet hat, nein, ja doch, es hat mir auf der Seele eher gelastet, dass es dann nicht funktioniert hat und immer diese Absagen und dieses Ganze. Also, naja, dass man sich nach einer Zeit auch schon als relativ minderwertiges Individuum vorkommt, dass man einfach von sich selber glaubt, man ist nicht gut genug für überhaupt irgendwie Beziehungskram und die ganze Sache oder für überhaupt irgendein Mädchen, weißt du? Deswegen, ich habe da auch wirklich sehr harte Zeiten durchgemacht und bin auch in vielen Sachen als Person mittlerweile dadurch sehr geschädigt, was dieses Thema angeht. Deswegen möchte ich einfach mal behaupten, dass ich geschädigt bin, alleine weil ich teilweise heute noch, also das Letzte, was jetzt gewesen ist, wirklich so mit Beziehungskladderadatsch, das ist jetzt über ein Jahr her, aber manchmal habe ich trotzdem noch schlaflose Nächte, die ich dann wach liege. Ich habe mittlerweile schon, weil ich ja eh nicht einschlafen kann in diesen Nächten, in diesen ganz schlimmen Nächten, wo ich jetzt nicht von was Schönem träumen kann. Ich bin allgemein ein Mensch, der nicht viel träumt. Also das kommt vielleicht alle 2 Monate mal zustande. Also sozusagen 6 Mal im Jahr. Und das ist halt nur in diesen Zeiten, wo ich vielleicht mal so richtig verknallt bin, sagen wir es mal. Sagen wir es ganz ehrlich, nur in diesen Zeiten ist es anders. Da träume ich dann auch öfters. Und es ist eine schöne Sache. Aber meistens kommt dann in diesen Träumen immer so eine Art Pointe, die dann eigentlich die ganze Sache wieder hinfällig macht. Der ganzen Sache so mehr oder weniger wieder den Spruch beifügt, es ist doch eh nichts. Du brauchst dich doch gar nicht auf die Sache zu verschärfen. Du brauchst es doch gar nicht zu versuchen. Du kriegst doch eh nichts zurück. Und deswegen bin ich auch immer wieder in Gedanken und überlege einfach, was ich dagegen machen kann, dass ich immer diese Gedanken habe, vor allem diese schlimmen Träume einfach. Die meisten Träume sind wirklich richtig schlimm. Und ich bin froh, wenn ich dann morgens wieder aufwache und dann zur Schule gehen kann. Auch wenn die Schultage, wie ich schon in einem COD-Commentary gesagt habe, die meisten wünschen sich ja jetzt wieder Let's Talks, aber ohne Scheiß, Leute, es ist doch dasselbe, also ernsthaft. Ich habe ja schon gesagt, dass der Nachmittagsunterricht mich auch komplett runterzieht und vielleicht liegt es auch daran, dass ich da gefühlsmäßig im Moment auf dem Level, also auf dem Level, dass ich nicht entspannt bin, dass ich vielleicht deswegen auch schon seit jetzt mittlerweile 2 Jahren, seit diese ganze Scheiße mit den 8 Stunden ist, dass ich da so ein bisschen an sich runtergezogen bin. Und es ist halt noch diese Mädchensache dazu gekommen und vielleicht liegt es auch daran, dass ich da nicht so wirklich ja, alles rein investieren kann an guten Gefühlen, was ich habe, dass ich da nicht wirklich alles geben kann, dieser Person alles schenken kann, diesem einzigartigen, wunderbaren Mädchen, dass ich ihr nicht einfach sagen kann, was es, also was sie mir bedeutet, was die ganze Sache für mich einfach ist, weißt du? Und das ist einfach das, was mich sehr stark bedrückt. Und ich komme einfach manchmal echt nicht mehr klar. Deswegen zocke ich auch so viel. Oder treffe mich jetzt mit Freunden sehr oft. Es ist einfach nur die Möglichkeit, von dieser Sache abzuschalten, von dieser Sache loszukommen. Und jetzt denken die meisten wahrscheinlich auch schon wieder, dass ich irgendwie computersüchtig wäre oder so. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß es nicht. Also am Wochenende, was willst du groß machen? Mit Freunden treffen, Computer zocken, super. Ich könnte jetzt auch auf Party gehen, aber Party ist auch überhaupt nicht meine Sache. Da kommen auch immer wieder Leute, meinen so, ja, geh doch mal auf Party. Da lernst du doch Mädchen kennen und so. Und jetzt mal ohne Scheiß, Party ist überhaupt nicht so mein Ding. Auch vor allen Dingen hier, ja, soll ich es jetzt sagen? Ach, scheiß drauf, ich sag's, weil es ja in der Nähe ist von dem Ort, wo ich wohne. Das Moondog beispielsweise. Wenn ihr es kennt, Moondog. Da,
Da kann ich überhaupt nicht hin, Alter. Da habe ich überhaupt keinen Peil drauf. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und jetzt mal ohne Scheiß. Für mich als Asperger-Autist ist es an sich sehr schwierig, manche Menschen zu verstehen. Ich habe es wirklich mittlerweile schon geschafft, mich da reinzuarbeiten. Hab's auch schon mit meinem Therapeuten zusammen geschafft. Der unterstützt mich auch richtig gut. Der unterstützt mich, wo er kann. Ich habe es auch wirklich schon geschafft, viel zu lernen aus der Sache und mich selber auch viel besser kennenzulernen, als ich es jemals gekonnt hätte. Hab auch gelernt, mit Menschen ein bisschen anders umzugehen, vor allen Dingen besser als vielleicht früher. Ich habe mich auch sehr gewandelt in den Jahren, die ich jetzt hinter mir habe. Also, oh, ich muss schon sagen, ich rede gerade wieder zu viel über mich selber, einfach weil einfach diese, es gehört zwar zusammen, aber ich rede zu viel über mich selber, meine eigenen Gefühle und ich möchte euch doch einfach nur nicht belasten. Und vor allen Dingen nicht diese Person, die ich in dem Video eigentlich meine, weißt du? Ich weiß einfach nicht, was man machen soll. Da bin ich völlig verzweifelt. Echt. Es ist eine krasse Sache auf jeden Fall, dass man da immer wieder neue Wege lernt, also was Liebe eigentlich bedeutet oder was positive Gefühle oder dieses, ja, dieses, keine Ahnung, dass man fühlt sich irgendwie so, als würde man zu irgendwem gehören oder wie man das auch ausdrücken mag. Es ist im Endeffekt das Gleiche, egal wo man nur hinschaut in dieser Sache. Es zieht mich einfach nur so derbe runter und ich bin ohne Scheiß, ich bin froh, dass ich jetzt gleich erstmal nach dieser Aufnahme noch ein bisschen was über die LK-Fahrt nach Canterbury erzählen kann, weil ich da natürlich wieder über eine ganz andere Sache rede. Klar hängt das alles miteinander zusammen, auch die Sache hier, aber seien wir mal ehrlich zu uns. Es ist doch schöner, über Sachen zu reden, die einen nicht belasten, als über Sachen zu reden, die einen hier belasten und dass man vor dem Mikro da praktisch schon einfach, dass man sich schon scheiße fühlt, weißt du? Weil es einen einfach belastet ist. Weißt du, das ist das Schlimmste überhaupt, dass es so eine schöne Sache ist, eine wunderschöne Sache. Und es belastet einen einfach. Und man weiß nicht, was man machen soll. Man ist so unentschlossen in dieser Sache. Und dann sitze ich hier einfach nur vor dem Mikro und erzähle euch das, wisst ihr? Ich komme mir gerade selber vor wie der letzte Bob. Aber ohne Scheiß, ich habe ernsthafte Probleme. Ich muss auch nochmal wirklich. Ich sollte mal wieder irgendwie in psychologische Behandlung gehen oder sowas, Alter. Mir geht's wirklich nicht gut. Ich weiß es nicht. Alleine diese scheiß 8-Stunden-Tage, das belastet mich einfach zusätzlich. Oder 10 Stunden. Meine komplette. Das raubt dem Menschen die Seele und nicht nur mir. Es vor allen Dingen nicht nur mir. Eigentlich komme ich damit noch relativ gut klar im Vergleich zu ein paar anderen Leuten, die da wirklich drunter leiden, aufs Perverste. Und man hat einfach viel zu wenig Zeit, um sich da wirklich ernsthafte Gedanken drüber zu machen. Klar kannst du in der Schule drüber reden. Du kannst, sagen wir mal, kannst sie anschauen und bist dann auch wieder happy. Das Gefühl, von dem ich schon bereits geredet habe. Aber letzten Endes bringt es doch nichts. Und ich wollte jetzt auch nochmal sagen, es tut mir wirklich sau leid, dass ich da so eine Scheiße erzählt habe über Mädchen im letzten Let's Talk, was ich da gemacht habe. Also es tut mir wirklich leid. Das war zwar alles Sarkasmus, aber ich hätte mich ernsthaftiger, so wie in diesem Let's Talk, mit dem Thema auseinandersetzen sollen, hätte ein bisschen mehr auch reinbringen sollen. Man kann immer viele Sachen falsch machen und man lernt auch aus seinen Fehlern. Das ist auch in dieser Sache so, über die ich jetzt auch schon die ganze Zeit geredet habe. Du lernst einfach aus deinen Fehlern, aber bei mir ist es so, dass ich einfach trotzdem immer neue mache. Zwar nicht dieselben, aber immer neue Fehler. Irgendwas läuft immer schief und es funktioniert einfach nie wirklich. Und mit fast 18 Jahren bin ich jetzt mittlerweile der Auffassung, dass es einfach mittlerweile hinfällig ist. Ich möchte einfach im Moment mein Single-Dasein so ein bisschen noch genießen. Auch wenn es mir schwerfällt mittlerweile. Und ohne Scheiß, für eine Freundin wäre nicht viel Zeit. Ohne jetzt. Also die Sache hier, dass ich halt aufnehme und was auf YouTube hochlade, das hat sich mittlerweile in mein Leben schon reingebrannt. Es ist auch eine sehr wichtige Sache geworden. Natürlich würde ich die verdrängen für eine Freundin, aber so gar keine Videos mehr zu machen, ich weiß nicht. Es ist einfach eine Sache, die mir wirklich richtig, richtig Spaß macht. Eigentlich.
vor allen Dingen die Let's Plays jetzt. Aber das sei mal dahingestellt. Ich habe auch dadurch einen ganz anderen Charakter entwickelt, was so die Redeart und alles angeht, den ich aber auch nicht unbedingt in der Schule anwende, weil es einfach, keine Ahnung, ich habe ja gesagt, ich verstelle mich in der Schule immer, aber ich kann es nicht beeinflussen. Und es ist wirklich nur dieses eine wunderbare Mädchen, bei dem es wirklich anders ist als bei allen anderen Mädchen, als bei allen anderen Leuten, dass ich einfach komplett ich selbst sein kann. Und das möchte ich einfach nicht verlieren. Und deswegen, nimm mir das bitte nicht übel. Weil es ist mir wirklich wichtig, dass du dir das jetzt angeschaut hast. Und ich bin auch dankbar für jeden anderen, der dieses Video geguckt hat. Ich bin auch nicht nur so eine likegeile Sau, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, dass ihr mich abonnieren sollt oder so. Es ist mir einfach nur wichtig, dass ihr dieses Video geguckt habt, das Ganze, was ich hier gesagt habe, ernst genommen habt. Und vielleicht einfach mal sinnvolle Kommentare schreibt. Alles andere ist mir wirklich scheißegal. Und das ist auch das Geile an YouTube. Du kannst einfach dich hinsetzen, kannst erzählen und das hochladen. Und es hält dich einfach keiner auf. Du kannst deinen Gefühlen freien Lauf lassen und erzählen, was du möchtest. Und das ist auch eine wichtige Sache. Ich cutte normalerweise bei Let's Talks oder Commentaries, das mache ich normalerweise immer, mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt mittlerweile schon seit über 10 Minuten durchlaber. Und ich hoffe, dass ich euch damit nicht zu sehr auf den Sack gegangen bin. Oder wenn ihr Mädchen seid, dann, ja, weiß auch nicht. Auf jeden Fall noch nur ganz kurze Sache. Ich habe mal mit einem aus meiner Stufe auch geredet, so war das Thema. Und habe ihm halt auch damals erzählt, das ist schon ein bisschen her, damals erzählt, dass ich die eine hier, da und die, dass ich sie ganz nett finde. Der Typ war eigentlich richtig korrekt, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber die hat doch voll kleine, sagen wir mal einfach Titten, hat die. Und ja, das war dann für ihn offensichtlicherweise ein Grund, nicht verstehen zu können, warum ich dieses Mädchen so angehimmelt habe. Und es war einfach, sie war einfach aus meiner Sicht einfach wunderschön. Ihre Haare, ihre Augen, ihr Lächeln, einfach alles. Und die Zeit wird gerade etwas knapp, deswegen muss ich an dieser Stelle schon beenden. Hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video wieder.